Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon unsere Grundsachen hergestellt in den paar Stunden, die wir hatten. Wir haben schon eine Sauerstoffproduktion hier hinten angefangen aufzubauen. Und glaube ich, haben auch in der letzten Folge schon die ersten Feuchtigkeitsvibratoren erhalten. Dazu müssen wir jetzt natürlich dann die Wassertürme bauen, die gebraucht werden, um das Ganze hier aufrechtzuerhalten, dann an Fabrik. Dafür müsste ich aber einmal hier, wo ist denn dann hier der Abriss? Irgendwo müsste es doch dann wahrscheinlich auch einen Abriss ausschlachten. Kann ich das da ausschlachten? Gut. Ja, durchtrennt. Ich weiß, das ist auch mit Absicht so, weil hier kommen ja die Vibratoren jetzt hin, beziehungsweise die Tanks. Und ich hätte dann gerne, dass wir halt um die Tanks herumfahren. Auch wenn es ein bisschen doof ist, aber scheiß drauf. Genau. Dann können wir nicht hier weiter ausbauen, ohne dass uns etwas stört. Und deswegen muss das jetzt hier ein bisschen ausgeschlachtet werden, ein bisschen verändert werden. So. Besser. Dann müssen wir jetzt mal wieder das Spiel ein bisschen vorspulen. Und Wasser würde ich dann irgendwo hier hinten online herstellen. Hier geht es ja mittlerweile echt gut voran in dem Projekt hier. Sektor scanned. Sektor G5 scanned. Ist dann der hier, okay. Geben wir jetzt dann die Schrägen zu erforschen. Da ist ein Meteoreinschlag. Was macht denn er aktuell? Wo ist er denn aktuell? Kann es. Magst du noch schnell die Ressourcen sammeln gehen? Das wäre prima. Hier kriegt eine Kuppel einen Forschungsboost von 10%. Natürlich auch vorteilhaft. So, die Sachen stehen jetzt. Sie sagen aber, sie haben keinen Anschluss zu den dementsprechenden Sachen. Dementsprechend legen wir das mal hier so hin. Muss halt hier außenrum das mal so laufen. So. Die. Hüp, nee, das. Dann hätte ich gerne für die Lebensversorgung die Rohre, die von hier nach da laufen und dann sich auch hier anschließen. Und dann kommen die Vibratoren. Fange ich an mit den ersten, die hier platziert werden. So. Und den nächsten. Dann sollten da insgesamt 6 Stück mal hinpassen an den Punkt. Dann sind die schon mal fast aufgebaut. Perfekt. Die Wasserverbindung ist halt noch nicht fertig. Anschluss ist jetzt auch da, bedeutet wir produzieren jetzt nur ein Wasser plus? Ist echt? Wasser erzeugen 1,8, Wasserbedarf 0,8, gespeichertes Wasser 2,1. Ernsthaft? So wenig? Wahnsinn. Ich will trotzdem schauen, dass wir eine hohe Menge haben, die wir gespeichert haben, bis hier die ersten kommen. Deswegen kommen von beiden nochmal 2 Tanks dazu, die hier aufgestellt werden. Einfach, dass wir wirklich jederzeit tonnenweise Wasser zur Verfügung haben und Luft, wenn auch mal die Menge nicht reicht. So, wir holen jetzt den hier zurück. Wo findet sich der? Der soll auch mal nach Hause kommen, seine Batterien laden, weil ich glaube, die können auch den Batteriestatus verlieren.
Das wäre natürlich ungut. So, schauen wir mal, ob was anderes schon gefunden wurde. Nee. Wir scheinen hier relativ an einer ruhigen Stelle zu sein. Wir haben 400, 500 was gespeichert. 11 Stunden hält das durch. Sollte für die Nacht also reichen. Du musst bitte die Ressourcen entladen. Dabei, denn natürlich, dass wir jetzt einen guten Vorrat mittlerweile haben. Wie viel haben wir denn? 60. Würde ich als ganz in Ordnung empfinden. So. Research complete. Angepasste Sonde, okay. Automatisierte Sensoren, das haben wir schon alles erforscht. Das Terraforming wird jetzt hier erforscht. Logi Houses brauchen keinen Strom mehr und müssen nicht mehr gewartet werden. Das wäre geil. Also was wir auf jeden Fall brauchen, da drin ist eine Ranch. Die wird aber drin platziert, oder? Ja. Lehm wird gebraucht. Dann tun wir schon mal drin einfach vorbereiten. Wir brauchen drin auch Wohnungen. Ein Garten. Ist die Sache. Brauchen wir einen Garten unbedingt aktuell schon? Und unter was fällt jetzt Wohnung? Ah, hier. Das hält 14 Leute, das hält 4 Leute. Sollte also passen. Dann brauchen wir noch kein Apartment, kein Forschungslabor, ehrlich gesagt auch noch nicht. Eine Schule auch eher weniger. Ja, hier. Schon. Wir brauchen auf jeden Fall, wo ist denn hier der Einkaufsladen? Kleine Lebensmittelgeschäft. So. Das kommt hier hin. Dann vielleicht ein kleiner Sicherheitsbon kommt hier hin. Wird das jetzt mal durch die Grundstation, weil ich glaube, ansonsten kriegen wir jetzt alles gut hin. So. Und. Ja, das braucht auch einen vollen Platz, okay. Kleiner Kunstladen, Kunstladen, Elektronikladen, Amphitheater. Kleine Weltraumbar, auch ganz schick und schnieke. Wenn wir zur Verfügung haben. So. Sanitäter Posten. Das ist wahrscheinlich für so eine Startkuppel doch schlau. Aber wir haben ja dieses Krankenhaus jetzt sozusagen. Ich hätte gerne noch eine Wohnanlage. Wir brauchen natürlich erstmal viele Mitarbeiter. Aber genauso auch Lebensmittel und Hydrokulturen. Sowas hier zum Beispiel. Nie falsch. Eine Außenranch ist das zum Beispiel. Die müssen wahrscheinlich an sowas angeschlossen werden, damit die da dran arbeiten können. Resources are low. Wir haben ein nicht funktionierendes Gebäude hier zum Beispiel, weil einfach. Ach, da kann ich jetzt sagen. Fehlen ein paar Kaninchen. Ein paar Hühner. Die Gänse bringen nichts, doch die optimale Nutzung erzeugen, brauchen aber auch Wasser. Und so viel Wasser haben wir gar nicht. Das schaut auch wieder voll aus. 45 hat er dabei. Das ist doch ordentlich. So. Schauen wir hier soweit eigentlich ganz gut aus. Beton ist aber aktuell wieder so eine Mangelware irgendwie. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Da müssten wir jetzt rein theoretisch
überlege gerade, ob ich so jetzt setze. Wahrscheinlich eher das Schlauste. Dann setzen wir hier so einen Drohnenhub hin. Und tun den Strom über diesen Anschluss hier laufen. Hier hinten dran. Und dann sollte das passen. Ressourcen hier entladen ein bisschen. Wir haben hier noch ein bisschen dabei. Ja, natürlich, die ganzen nicht funktionierenden Gebäude sind alle die, die natürlich jetzt Menschen brauchen. Da haben wir jetzt mal Weizengras. Das ist ja keine Nutzpflanze, das Angebot, das ist klar. 10 Zoll, 2,5 Zoll. Keimpflanzen, niedriger Ertrag und langsames Wachstum benötigt jedoch weniger Wasser. Guter Ertrag, jedoch langsames Wachstum. Ja, wächst dafür schneller, okay. Wachsen sind 1 Zoll, 4 Zoll. Okay, kommt eigentlich gut hin. Machen wir noch Weizengras dahinter. Das Wasser macht mir halt Sorgen, weil das so ein weniger kleiner Ertrag ist. Eigentlich nochmal eine Lieferung von mindestens 6 Stück bräuchten, um das dann zu halten. Sauerstoff geht, da ist der Bedarf aktuell sehr, sehr niedrig. Aber halt der Rest macht mir Sorgen. Setze ich nochmal eine Windanlage hin. So ein Solarpanel wäre natürlich hier cool, aber da geht aktuell noch nichts. Will ja dann hier so platzieren im Grunde, sobald das Ding hier aufgebraucht ist. Das ganze gelagerte Gestein geht ja eh hier zu einer Riesenproduktion. Blizzard kommt von aller Wohnorte, die sich innerhalb der Kuppel befinden, okay? Unterirdisches, das ist Geld. Das ist pures Geld, was sich da rein theoretisch befindet. Aber da müssen wir erstmal nach da vorne kommen, rein theoretisch. Auch ein unterirdisches Vorkommen würde. Wir brauchen eher hier dann noch was, mit dem wir hier abbauen können. Wir müssen uns schauen halt, dass wir unabhängig werden von oberirdischen Metallressourcen und allem drum und dran. Und auch am Ende natürlich von anderen Sachen. Aber dafür brauche ich rein theoretisch das Vorkommen hier. Das ist pures Geld für uns. Aber ich würde sagen, lassen wir uns doch eine Passagiermaschine mal. Touristen sind keine dabei. Wir haben Wissenschaftler, wir haben 2 Offiziere, Geologen und Botaniker dabei. Kann ich nicht anpassen? Ich hätte gerne 2 ohne Spezialisierung raus. Botaniker und noch ein Botaniker dazu. Und vielleicht entsteht noch eine Spezialisierung und noch ein Botaniker. Wohnorte auf Mars sind 28 Gramm. Scheiße. Wie viel nehme ich mit? Wie viel sind an Bord? Ausgewählt 13 von 12. Scheiße, ich habe zu viel. So, 12. Leute, ich habe genug Wohnorte auch. Dann lassen wir die mal starten. Wir brauchen aber trotzdem nochmal eine Frachtrakete, die sich bitte nur um eine Sache kümmert. Fürs Erste. Wie viel kriege ich aus dem Ding rauf? 10 Stück. Wenn ich sage, ich nehme noch einen Drohnenhub mit. Eine Treibstoffraffinerie. Started up. Danach ist der Verbrauch natürlich massiv, aber immer noch genug Batterien aktuell.
Bis sie natürlich kommen, dauert das noch eine Zeit. Wir können überlegen, ob wir das noch was brauchen. Es wird wieder Tag. Wir können rein theoretisch hier unten. Fusionsreaktor, das wäre natürlich schon was Geiles, aber dafür haben wir noch nicht in Forschung. Drohnenhub. Habe ich immer mal gesehen. Keine Ahnung, sondern die fliegenden Drohnen, wo sind die? Und was fallen die? Sehe ich die schon? Lager, Logistik hier. Oder kriege ich die erst? Die kriege ich erst. Ach, dort kann ich Licht erzeugen, okay. Ist nicht so unbedingt notwendig. Banner, breites Banner, Leuchtfeuer macht noch etwas heller. Auch nicht unbedingt so notwendig. Hier können wir natürlich rein theoretisch anfangen zu ebnen alles. Nicht flach. Da kommt noch keiner hin, ne? Da forschen wir gerade dran, okay. Wo ist er denn? Er hat sie noch nicht fertig abgeladen. Dann müssen wir das Ding nur schnell machen. Ah, okay, nee, wir brauchen auf jeden Fall Universallager jetzt dann. Oberfläche verändern. Sand, gemischtes Gebirge. Gerüchte, Brasilien hat beinahe einen Meilenstein abgeschlossen. Russland beinahe. Ah, schau an, okay, da ist Russland. Und da ist die Brasilien. Okay. Hydrokulturen haben wir aber schon. Pilzfarm wäre noch was Interessantes sonst. Dafür müssen wir Low-G-Pilze freischalten. Und wir haben noch keinen Wasseranschluss gefunden. Wie gesagt, das macht mir am meisten Sorgen, dass... Obwohl, da oben scheint ein Wasseranschluss zu sein. Hier. Warum auch immer der uns angezeigt wird in dem Fall. Weil wir müssen eigentlich einen Tunnel nach da oben bauen. Das müsste rein theoretisch ja gehen. Vielleicht dann auch unter Terraform einen Tunnel bauen. Tunnel. Schon weit. Von dem letzten funktionierenden Drohnenkommandanten entfernt, aber ich könnte dann halt hier direkt einen Anschluss bauen. Das wäre natürlich geil. Hier oben hin. Okay, Leute, aber in der nächsten Folge landen beide Raketen von uns. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.